Okay, es tut mir wirklich leid, aber ihr könnt den Struggle nicht nachvollziehen, wenn ich in meiner muss ich für ein Video aufnehmen Liste ein Spiel seit 4 Jahren oder so drin stehen habe und mir jedes Mal dachte, scheiß drauf, das will eh niemand sehen. Deswegen seid ihr heute fällig und guckt euch heute mal wieder ein FNAF-Fangame an. Ist mir scheißegal. Es ist ein Horror-Game auf Steam, es hat 47% positive Bewertung, kostet 5 Euro. Aktuell 50 Cent wegen Halloween-Sale. Und wir spielen jetzt nicht in Insane Mode, auf keinen Fall. The Dolls. Das Ding ist geklaut. Okay, was muss ich machen? Laufen, Flashlight, Activate Doors, Pick. Ist das doch kein FNAF-Game oder was? Stay safe. Okay. Ach so. Ich hab's noch nicht gesagt. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Hier ist Grubb. Ich heiße herzlich willkommen zurück zu The Dolls. Zurück vor allem. Okay, Flashlight benutzt, um alles anzuleuchten, was versteckt ist. Türen schließen. Kameras angucken. Ist mir egal. Ich mal einfach go. Okay, das ist möglicherweise eine Mischung aus einem kleinen Minigame, 15 Minuten Horrorspiel und schlechte Horrorgames zusammen auf einmal. Das ist doch toll. Da freuen wir uns doch alle richtig, richtig sehr drauf. Ich gehe stark davon aus, dass das Spiel nicht gut ist. Aber es ist mir egal. Ihr müsst jetzt einfach mit mir darunter leiden. Ich bin übrigens kurz davor, 3500 Spiele auf Steam zu knacken. Was bedeutet, dass ich dann mal wieder ein 3500 Spiele auf Steam Video machen werde. Vom 16. Mai bis Toyline, More Jobs, Local Town, Family Business, Close for 50 Years, Will Last, We're Close. Der scheiß Text ist Latein. Warum ist der Text Latein? What the fuck? Ist nicht mal Latein. War das mit Latein? Das sah sehr lateinisch aus mit Alquam. Nacht 1. Okay, wir haben 3 Stunden zum Überleben. Ich habe keine Ahnung, was machen muss. Okay, ich will gerne rangehen. Hey, Newbie, just rang to say good luck on your first day. Should be easy work. It's just the training. Das sieht ja schrecklich aus, ey. So, as you can see, the factory is small and of course being a family business, the workload isn't too bad. Wo ist Zone 2? Just don't fall asleep on me. Warum ist alles grau? Wieso ist alles grau? Kann ich das nicht? Nee, das ist jetzt halt so. Place is a mess at the moment, but we should have it all under control by the end of the week. The fumes coming in from the machines get to you, feel free to shut the doors. But keep in mind, it may drain the power. Anyway, ja, I won't keep you from your work. Talk to you in the morning. Ich hätte, kann ich nicht irgendwo vielleicht eine Map haben, damit ich weiß, was in meiner Nähe ist? Von wo kommen die hier denn? Von der grauen Richtung oder von der grauen Richtung? Sieht aus, als ob ich auf irgendeinem 15 Jahre alten Monitor spielen würde, der irgendwie meine PS2 angeschlossen hätte. Über 12 Emulatoren, über 13 AV-Kabeln, dann sieht das Bild am Ende so aus. Ich sehe halt gar nichts. Was ist. Okay, whatever. Was bist du? Ich kann nicht mehr irgendwie. Weil. Bin ich in Gefahr? Ich hab keine Ahnung. Hä? Können die woanders rein als hier? Wo ist denn. Bin ich tot? Habe ich irgendwas reingelassen? Ist die Musik gefährlich? Zone 2. Zone 1. Ich kann es einfach durchlaufen lassen. Ich glaube, es ist halt 3 Uhr, bevor. Ich meine, gehen die irgendwann weg? Was ist denn welche Seite? Ich weiß es halt nicht. 1? 1. Bei beiden steht 1. Ich muss gleich mal rausgehen, wenn ich kurz Zeit habe. Einfach nur gucken, was überhaupt ist. Ich kann es einfach zulassen jetzt. Aber. Soll ich mal gucken? Okay, da war nix. Also, das kann ich erstmal offen lassen. Weil das die Tür ist, oder was? Das müsste ja auch weg sein. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay, großartiges Spiel. Es ist halt einfach quasi FNAF, aber
mit super beschissener Steuerung und einfach frei rumlaufen musst. We did it, boys. We did it. Ich habe heute ein 28 Black dabei, was übrigens mein absoluter Lieblings-Energy-Drink ist. 5 Stunden, cool. Okay. Dann machen wir das doch mal direkt weiter hier. Ich bin sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird. Okay, kann ich mich selbst sehen? Hallo, sorry, I didn't get a hold of you this morning. Nee, ne? Been really busy. Glaube today. Nicht. I guess some of the toys das ist gar nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Warum ist die Tür zu? Oh, jetzt haben wir gucken, welches ist. Ah, okay. Das ist rechts. Sehe ich die Tür? Ja, aber es ist doch scheißegal, wenn die weit weg sind oder nicht. Ich meine, es kommt doch nur darauf an, ob die... Okay, das ist die Tür, ne? Nö, ist nicht. Wo sehe ich die Tür denn, wenn ich ralze? Zone 2 müsste es doch sein, oder? What? Was passiert denn? Ich weiß nicht. Die Raffe war gar nichts. Kann ich irgendwie eine Karte aufmachen oder so, wo ich sehe, wo welcher Raum ist? Weil so bringt mir das halt nicht viel. Ich will auch nicht rauslaufen und gucken, wo was ist. Ist doch viel zu dunkel. Was bist du? I don't know. Ich meine, da ist halt eigentlich safe. Aber wie nah ist das denn? Ist das in der Nähe von dem? Kann ich rausgucken? Ich will nicht raus. Nicht gut. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Soll ich mich mal jumpscaren lassen? Weil wir wissen, was geschieht? Hey, hey, Jungs. Sind wir so mutig? Ne, noch nicht. Noch nicht. Ich kann halt theoretisch mit Strom. Ich reiz nicht. Ich meine, gibt's auch nur die beiden Türen? Gibt's nicht irgendwie eine andere Gefahr, auf die ich achten muss? Weil es ist halt... Au! Au! Okay, fuck you, Spiel. Du kriegst, okay, machen wir weiter. I don't get it. Okay, wir machen es so. Ich nehme mir jetzt vor, ab jetzt werde ich auch die kleinen Spiele, die wir spielen, bewerten. Auch nicht, dass ich sehr wahrscheinlich nicht durchspielen werde und überhaupt nicht raffen werde, wie es funktioniert. Ich werde es trotzdem bewerten. Sehr gut wahrscheinlich. Ich glaube, das ist das mechanisch schlechteste FNAF-Game, was ich bis jetzt gesehen habe. Okay, da gibt es so einen. Aber welcher, wo ist das denn? Bringt's was rauszugehen? Was ist das stupid? Was bist du? Und wie ist der eben reingekommen? Cam 2 und 1. Ich würde gerne wissen. Mich selbst? Ich glaube, ich kann mich selbst halt nicht mehr sehen. Das kann ich jetzt nicht mehr überprüfen. Du siehst gruselig aus. Mach ich halt zu. Was ein Scheißspiel. Ich glaube, die Sounds haben nicht mehr irgendwas zu bedeuten, oder? Das ist einfach nur Trash. Oder kann man hier irgendwie auch noch rein? Warum bin ich überhaupt hier? Ich meine, ja, klar, wir haben hier einen Job bekommen und so, aber warum gibt es hier ein leeres Gebäude mit unterschiedlichen Sachen, die nicht mehr zusammenpassen, die alle gefährlich sind? Mehrere komische Puppen, die gruselig sind, dann die Affenpuppe. Warum? Warum sind die hier? Ist euer Restaurant hier unten? Oh, Geschrei. Die Seite müsste jetzt eigentlich safe sein, ne? Ich habe übrigens großartig, dass der Jumpscare-Sound eben einfach viel früher kam. Also bevor der Jumpscare da war. Ich habe fast keinen Strom mehr. Ich raff's halt auch einfach nicht. Ah, okay. Du bist die Tür? Vielleicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist einfach rechts rechts und links ist links. Weiß ich nicht. Das Spiel hat mir da einfach gar nichts erklärt. Ist das Kacke. Okay, Spiel. Okay. Okay, ich glaube, die einzige Lösung ist, dass wir einfach den Insane-Mode spielen.
Man kann speichern? Wie, man kann speichern? Okay, okay, mal gucken, wie weit wir kommen. YR. 6 hours. Night 2. Warum Night 2? Ich dachte, wir sind im... Ich habe keine Ahnung. Okay, ich mache einfach alles zu. Das ist meine Lösung. Mal gucken, wie lange wir überleben. Sehr lange bestimmt. Sagst du irgendwas anderes? Hello, sorry I didn't get a hold of you this morning. Things have been really busy today. Es sieht ja schon ein bisschen creepy aus. Ist ja schon nicht schlecht. I only say this because they seem to have been moved. Die Jumpscares sind aber halt wirklich trash. Und ich raff das Spiel nicht. Das könnte das größte Problem sein. So, yeah, I'll check in later and make sure it's all okay. Take care. Ich mache das eigentlich nur, um zu gucken, ob es irgendwie einen Timer gibt oder sowas. Und vielleicht habe ich dann den Weltrekord geschafft, weil ich der einzige Spieler bin, der das hier jemals ernst genommen hat. Während ich erwarte, dass es abläuft, können wir möglicherweise einfach ein paar Reviews zum Spiel lesen. Chill. 24 Stunden. Okay, ich will sehen, was der Typ sonst für Spiele spielt. Der Typ wird jetzt sowas von exposed. Warum? Du, was stimmt nicht mit dir? Okay, was hat der Typ sonst für Spiele gespielt? Erstens... Oh, ich dachte, der Typ hat mehr Spiele als ich. Da wäre ich ausgerastet, das geht nicht. Er hat 800. Casual. Aber der... Really? 1200 Stunden Pixel Puzzles Ultimate. Oh. Okay, das Spiel eben war so absolut trashig, dass ich wahrscheinlich noch ein trashiges Spiel spielen muss. Jetzt spielen wir Mask and Mysterious und das ist so kacke, dass es nicht mal mehr auf Steam erhältlich ist. Das sieht schon super aus. Das sieht ja... Ja, man, 120. Motion Blur. 4,0. Ach, was tue ich hier? Was tue ich hier? Okay, das ist genauso, wie ich mein Spiel spielen will. Deswegen fangen wir jetzt einfach an. Masked and Mysterious zu spielen. Du bist von einem schrecklichen Albtraum aufgewacht und bist wieder eingeschlafen. Oh. What? Okay. Nach einer gewissen Zeit wurden wir nervös. Du stehst auf und schaust, ob es den Kindern gut geht. Was? Du move. Geh ein bisschen an. Ah. Ach du Scheiße. Okay, schon wesentlich besser. Jetzt kann ich Quake spielen, ohne dass es schlecht wird. Was brauche ich? Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eine Taschenlampe nehmen. Wo ist sie denn? Ist sie hier drin? Ja. Bitte nimm die. Hoppel. Du kannst ihn nicht... Ach, mit Q soll ich ihn nehmen, ne? Irgendwie sowas oder das. Komm jetzt mal auf jetzt. Okay, wunderschön. Du hast ein permanentes Item-Tab. Hier ist nichts. Achso, ich hab schon. Und ich sehe meine Hand. Warum sieht das so scheiße aus? Mein Gott. Okay, okay. Das Licht ist super kacke. Ich sehe gar nichts. Aber ich kann Sachen aufheben. Und ich habe absolut keinen Geschmack... Und kein Gefühl dafür, wie man Räume färben sollte. Was ist das überhaupt für ein Raum? Whatever, okay. Wo sind meine Kinder? Okay. Ich habe ein sehr komisch designtes Haus. Es erklärt sich von selbst, warum das Spiel hier nicht mehr auf Steam erhältlich ist. Aber ich meine, es hat mal 8 Euro oder sowas gekostet. Irgendwas ultra brutal hohes. Da ist irgendwas drin. Mach doch mal auf. Okay. Die Ergebnisse sind A, B, B. Mit freundlichen Grüßen Dr. Shady. Dr. Shady. Was ist mit den Kindern? Ich dachte, wir wären Kinder. Gesundheit, danke. Gern geschehen. Ich dachte, ich soll doch meinen Kindern schauen. Hast du nichts dazu zu sagen, dass die nicht da sind?
Gut, dann. Dann geht's runter. Kann ich runterspringen? Nee. Weil ich habe mein Licht an und ich sehe trotzdem wirklich absolut gar nichts. Okay. Also Mr. Mask and Mysterious, wo bist du denn? Warum ist er? Who are you? Sorry if you're not mentioned. Well. Rupti. Okay. What? What the fuck passiert mit diesem Spiel? Okay, ich kann mich nicht umbenennen. Es ist wohl nichts, was ich machen soll. Hinten ist irgendwas, was Blaues. Ah, mein Telefon. Der Fernseher ist an. Ich möchte nur daran erinnern, dass du übrigens immer noch nicht deine Kinder gefunden hast oder so, ne? Ich habe ja doch nichts dazu gesagt. Riecht da was? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört, irgendwas laufen oder so. Anscheinend nicht. Die Musik ist ja eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Die ist nicht so schlecht dafür, wie kacke der Rest von dem Spiel ist. Okay, das ist ein bisschen lächerlich hier doch. Wir sind das eine Haus. Das eine Haus, wo die eine Straße hinführt. Das Haus hier war sehr teuer. Okay, dann gehe ich mal weiter. Oh, was? Ich habe die Hälfte der Räume übersprungen. Ich höre mich laufen. Ah. Warum kann ich laufen, während das passiert? Was ist. Warum ich eine. Ist es eine Pistole, die ich in der Hand habe? Oder ist es mein Licht? Nee, das ist ein Licht. Also, das ist meine Taschenlampe. Ah, okay. Okay, im Dunkeln sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin bewaffnet. Freunde. Wo bin ich denn? Was ist das für ein Spielplatz? Wer würde hier einen Spielplatz hinbauen? Mitten auf dem fucking Asphalt. Warum ist alles so groß? Warum bin ich so klein? Oh Gott. Okay. Wonach suche ich? Da oben. Achso, das Licht, da soll ich wahrscheinlich hingehen, ne? Okay. Gut. Ich finde, es hat ja so ein bisschen was ultra surreales wie die Spiele von hier vom Timore-Macher. Die wirkten auch halt so ein bisschen ähnlich, aber der hat halt ein paar richtig coole surreale Ideen. Aber wer weiß, vielleicht ist das hier auch noch ein bisschen. What the fuck? Ich habe mich ein bisschen erschrocken, aber was war das? Wieso bin ich tot? Bin ich so sehr ins Dunkle gelaufen? Was? What? What the f. Okay. Verfolgt mich irgendwas? Wurde ich vom Auto überfahren? What the f. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Das hat mir nicht gefallen. Vielleicht dürft ihr einfach nicht so weit weg von der Straße. Ich bleibe auf der Hauptstraße jetzt. Und mach meine Kopfhörer ein bisschen leiser, weil das war unangenehm. Okay, gut, dann. Wo? Kein. Kumpel. Ich kann ja nicht hingehen. Wo bin ich? Okay. Dann. Ja, aber warum zeigst du mir denn den Ort da oben, wenn ich da nicht mehr hingehen soll? Ich hab. Was? Da rein? Kaum. Ich bin da wahrscheinlich gerade rausgekommen. Auch wenn die Straße eben komplett anders aussah. Ah, ne, ich glaube, ich habe in die Richtung geguckt. Ja, soll ich hier rein? Ah, ne, da. Oh. Ich glaube, ich sehe ihn da oben, oder?
Ich meine, ich sehe da oben irgendein scheiß Animatronic draufstehen. Da soll ich da nicht hingehen. Ja? Korrekt? Soll ich hier lang gehen? No? Wirklich? Ich war mir sicher, ich sterbe einfach wieder. Okay. Gut, dann spielen wir weiter. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Diese spannende Story, wenn das Bild schon einfach blau ist. Großartig. Das ist ein super gutes Level-Design. Sehr gut texturiert. Sehr viel Mühe. So mag ich meine Spiele. Einfach alles sieht aus wie Kunststoff. Es wirkt sehr echt und immersiv. Großartig. Okay, hier. Ist hier irgendwo irgendwas, was ich finden kann oder finden will? Oder ist es einfach, soll ich einfach durchrennen? Okay, gut. Einfach da hoch. Ich hoffe, ich renne gleich nicht wieder in den Typen rein, weil dann resettet oder so. Nicht geil. Okay, wo bin ich jetzt? Das ist doch kein Krankenhaus, Mann. Zum Fick. Okay. Okay. Dann hier lang. Ich kann aus irgendwo das Licht hier durchsehen. Manchmal. Doch nicht, es war kein Licht. Werde ich immer kleiner, umso weiter ich laufe? Ich komm gerade mal zum fucking Fenster. Wie hoch sind die fucking Wände? 10 Meter? Guck ich das mal an. Das alles wirkt einfach nur strange. Jetzt bin ich in irgendeiner Zelle. Okay. Sehr gut. Okay, ihr habt einen komischen Innenarchitekt. Okay, soll ich hier durchlaufen? Soll ich nicht durchlaufen? Doch, ich soll hier durchlaufen. Passiert irgendwas? Nein. Was ist das? Ach, klar, ein Schlüssel. Au. Okay. Das ist ein schönes Bild. Was? Was ist, warum? Mein Gott, das ist ein Cringe. Anlage, okay, aber warum? Warum sind so komische Bilder? Warum ist hier ein Stern in der Wand? Der Serverraum, sehr gut. Den habe ich gesucht. Was ist neben dem Serverraum? Ein Klo? Nee. Solarium. Okay. Mein Gott. Unlock Door. Achso, mit dem Schlüssel, den ich bekommen habe. Da ist ein Fuß drin. Ich würde ihn rausnehmen. Kann ich nicht. Alles klar. Unlock Door. Ich habe nicht... Die war schon gerade auf. Okay. Bisschen... Ja, hier ist auch was. Jesus Christ. Ja, es ist ein Diamant, das Spiel. Da kann man nichts anderes sagen. Bin gespannt, wo das noch hinführt, du. Kann ich die aufmachen? Ja, kann ich. Warum kann ich die aufmachen? Ich wollte das nicht. Ist ja auch noch was... Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe das nichts drin, was ich brauche. Ich werde es niemals finden. Ich mache nicht alle von den Dingern auf, oder? Vor allem sehe ich ja nicht mal was. Okay, scheiß drauf. Ich bin gespannt, wo die Reise mich noch hinführen wird. Da ist irgendwas drin. Ach, das war die eine Maschine, die ich gehört. Ah, okay. Ich dachte, es wäre irgendwie dieser komische Stern von oben. What? Finally awake, I see. Look, who or what I am doesn't matter here. Who you are doesn't matter either. The only thing that matters here is that you listen carefully to me. You made a huge mistake coming here. If you think that I'm a monster, you don't want to imagine what they would do to you. They removed my skin, replaced organs, and injected weird fluids into me.
It's not as bad as what the others experienced. I feel terrible knowing that I will never be able to save them from their torment. Leave immediately if you don't want to share their fate. Ja, aber du hast uns doch quasi hier hingeholt, oder nicht? Ja, aber du weißt ja gar nicht, die Kinder hier I sind. I did not see them personally, but I do know that new test subjects arrived. Mein Gott. Okay, was soll ich tun? Investigate every room. If you get seen by them, you have to allow yourself to be caught by me. What? It's the only way. You either trust me or die. Okay, also wenn ich meine Kinder sehe, muss ich mich von dem Typen erwischen lassen. Here, with this item, I will be able to trace your exact location. Don't try to annoy me with it. I'll only come when they are present. Anyways, I have to leave now. Or they'll notice that something is off. Ask your last questions quick. Okay, ich habe meine letzte Frage. I can't go into full detail. They wear animal masks and want to change humanity. Well, the mask wasn't a choice. No, this is a long period of time. Danke für die Tipps. Ich werde dir vertrauen. Wir sparen einfach Zeit und führen vier Gespräche gleichzeitig. So macht man das richtig. Okay, die Mechanik ist aber cool. Why did you return here again? Hurry up and go through the maze. If you can't do it, you won't be saved. Ich wollte das Spiel gerade loben und sagen, dass die Idee, dass ich den Gegner holen muss in bestimmten Momenten und der mich töten muss und ich das gut timen muss, ist eine coole Idee für eine Mechanik und dann ist halt das Level hier gekommen. Das ist jetzt halt nicht ganz so krass. Bin ich rückwärts irgendwie schneller? Ich habe das Gefühl, dass ich schneller bin. Nicht, oder? Na, ich bin doch scheiße langsam. Ich kann nicht mal sprinten. Ich dachte, ich habe irgendwas zum Rufen von dem Monstervieh. Was muss ich dafür drücken? Habe ich irgendwo... Ich habe keine... M. T. Jump, run, look up, down, settings und flashlight, use pickup. Okay, also ich kann nichts benutzen. Ich darf nur durch das Labyrinth jetzt gehen. Wieso bin ich überhaupt hier? Okay. Wir sind bei uns aufgewacht, unsere Kinder waren weg und dachte mir, hey, ich gehe nicht auf das Dach, wo ein Monster steht, sondern ich gehe gegenüber in komische 15 Quadratmilliarden Kilometer große Forschungseinrichtungen und da ist ein Monster. Das weiß, wo meine Kinder sind. Jetzt bin ich hier. Wo auch immer ich bin. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich laufe einfach irgendwo lang. Wenn ich jetzt nichts finde, dann wird es wohl oder übel gewesen sein. Das ist jetzt doof. Jetzt könnt ihr euch selbst spoilen. Ihr könnt gucken, wie lange das Video noch geht. Wenn das Video noch länger als eine Minute geht, dann finde ich mein Ziel. Also irgendwann müsste ich... Oh. Oh. Wirklich, so ein Spiel... Jede Person, die das Video hier sieht, wäre in der Lage, das Spiel hier zu machen. Da ist gerade meine Taschenlampe geflogen, weil ich kein Charaktermodel habe. Okay, drei brennende Gräber, das bin ich und meine zwei Kinder und das ist das Ende des Spiels. Oh, nein. Ach du Kacke. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt... Was ist das Ziel? Achso, da oben war ja der Gegner. Vielleicht kann ich jetzt an dem vorbeirennen, weil... Who knows? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie, warum auch immer. Ich kann nichts aktivieren. Ich kann gar nichts machen. Mein Gott, okay. Rennen wir nochmal durch den... was auch immer das hier sein soll. Sieht aus wie eine billige Version von der unendlichen Treppe aus Super Mario 64. Nur, dass es hier halt nicht diesen Din-Din-Din-Din-Effekt hat, sondern einfach nur, ja, ein bisschen neblig wird. Du bist schon wieder hier. Du bist nicht da. Nix ist hier. War das Vieh nicht irgendwo hier? Hier warst du, ne? Kann ich jetzt an dir vorbei oder bist du wieder... Ich laufe einfach weiter. Ah, es geht noch weiter auch. Ey, das ist so ein Scheiß. Okay. Hey, komm. Positiv sehen in einem Video.
zwei Spiele abgearbeitet, die ich irgendwann mal machen wollte. Hier ist ein scheiß Schild drin. Fun here. Sterbe ich hier? Das Spiel ist so kurz vorm Crashen, wenn ich das mache. Mein Gott. Pff. Kann ich es auch hier mitmachen? Glitscht das auch alles rum? Nein? Okay. Oh, ich will nicht so viel jetzt erkunden müssen. Das ist doch viel zu kacke. Kann ich den Glastisch kaputt machen? Ich kann gar nichts machen. Musst du wirklich jedes Mal 15 Meter freien Raum lassen zwischen jedem Gegenstand? Ich glaube, die Person, die das Spiel entwickelt hat, war noch nie in einem Gebäude. Irgendeiner Form. Hier ist eine grüne Tür. Grün ist gut. Grün geht nicht auf. Okay. Was ist mit der blauen? Mit der roten Tür. Ich bin farbenblind übrigens. Rote Tür. Geht auch nicht auf. Ich habe davon noch was gehört. Ist nicht gut. Wird auch nicht aufgehen. Scheiß drauf. Ich gehe einfach weiter. Warum gehen meine Schritte weiter, wenn ich springend in der Luft bin? Okay, komm, sag mir, dass die Tür offen ist. Ich sehe, dass dahinter was ist. Ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Lass mich da jetzt einfach... Gib mir ein Ende. Nope. Kann ich durch den Boden fallen oder so? Ich würde erwarten, dass ich durch den Boden falle, oder irgendwas komplett schief geht. Kann nicht sein, dass das allzu gut klappt. Ich bin positiv überrascht. Oh, ah, fast. Schade. Na gut. Dann ein weiteres Mal. Den langen Weg schreiten wir zusammen. Ich würde, glaube ich, durchsehen können, wenn es aufgeht, oder? Ich meine, ich kann meine Türen seitlich durchgucken, also guck mal einfach mal hier. Nee. Oh, doch? Nee, ist nur Reflexion. Okay, also nochmal durch. Wenn ich jetzt wieder da unten aufwache, mache ich trotzdem weiter und schaue, was noch alles auf mich wartet. Da ist wieder offen.